willkommen, meine Damen und Herren, zu BSV Late Night, Sendung Nummer 82 in der Woche danach. Unter diesem Motto läuft diese Sendung die Woche danach. Was bedeutet das? Es war ein Topspiel in der Bremenliga. Wir haben einen Top-Gast aus der Bremenliga. Der Bremer SV ist neuer Spitzenreiter und wird es auch diese Position nicht mehr los bis zum Saisonende. Aber warum, wieso, das erfahren Sie in der Sendung. In der Sendung, wie gesagt, haben wir einen Gast, den stellen wir gleich vor. Vorher möchte ich aber nur sagen, dass Herr Pallava natürlich wieder da ist und Herr Caraldo. Herr Schlag konnte leider heute nicht hier sein, weil Sie wissen, es gab ein Duell in Bremerhaven. Da ist er einfach geblieben, weil es so schön war. Aber nächste Woche wird er wieder vor Ort sein. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Gast und unsere Assistentin wird dich einfach mal vorstellen. Alexa, frage Late Night nach Kevin. Ich bin so froh und auch aufgeregt und glücklich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach, erst einmal durchatmen. Kevin Kuhfeld ist 22 Jahre alt und 1A oder 1B, auf jeden Fall einer der geilsten Torhüter beim Bremer SV. Über die Jugend von Werder Bremen, SC Bockfeld und VfL Wolfsburg machte Kevin schon 2016 Station beim Bremer SV. Danach ging es in die Regionalliga zum Lupo Martini Wolfsburg. Danach wechselte er zum TB Abhusen, bevor er über KSV Wattern Sport wieder zum Traditionsverein Bremer SV zurückkehrte. Ich freue mich, den Mann, der Eiswürfel pissen kann, hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Ein allerherzlichstes Willkommen und mach die Jungs von Late Night nass, Kevin Kuhfeld. Ja, Kevin Kuhfeld von Bremer SV heute hier bei uns zu Gast. Alexa hat diverse Sachen erzählt über dich auf die Woche. Das weiß ich leider nicht. Ja, genau. Sie redet halt auch gerne. Aber er hat viele Sachen über dich erzählt, wo gerne wir mal drauf eingehen wollen. Also unter anderem bist du doch sehr viel gewechselt zwischen Bremen und Wolfsburg. Woher kommt das? Ja, also erstmal war das halt in Bremen, bin ich geboren, hier bin ich groß geworden. Dann war ich halt die Zeit in Wolfsburg. Hab da meine Jugendzeit halt durchgemacht, bin da in der B-Jugend, jüngerer Jahrgang bin ich in die B-Jugend, dann nach Wolfsburg gewechselt aufs Internat. Hab dann da schöne Jahre gehabt, sehr, sehr schöne Jahre gehabt. Hatte dann aber leider ein kleines Tief, wo es dann halt wirklich steil bergab ging. Nach der U19 keinen Anschlussvertrag bekommen, aus diversen Gründen, wo ich jetzt nicht gerade noch drauf eingehen wollte. Vielleicht später. Aber und dann dachte ich mir, ja, um erstmal wieder den Boden unter den Füßen zurückzubekommen, habe ich mir dann gedacht, komm her, wechselst du zu deinen Eltern. Boden unter den Füßen, genau. Ja. Wechsel ich zurück zu meinen Eltern hier in die Heimatstadt, weil die es einfach schaffen können, mich wieder zu erden, um einfach mal wieder ein bisschen klar zu werden in der Birne. Und ja, dann kam halt der Kontakt damals mit Klaus Gilsdorf. War auch alles super nett, muss ich sagen. Die Mannschaft konnte ich dann auch halt so über kurz oder lang auch beim Bremen Ole dann mal ein bisschen kennenlernen. War dann halt sehr gesellig, sehr amüsant und hab mir gedacht, ja cool, machst du. Ja, halt ein Jahr hier gespielt, war auch alles schön und gut. Dann habe ich mir aber gedacht, dadurch, dass das hier alles jobtechnisch, so wie es mir leider versprochen wurde, halt alles leider nicht so geklappt hat, habe ich mir gedacht, ich hatte noch einen Vertrag in Wolfsburg bei VW, gehst du wieder zurück. Also ich habe mich freistellen lassen und dann bin ich wieder zurück nach Wolfsburg und hatte halt die Möglichkeit, dann in der Regionalligamannschaft zu Lupo zu gehen. Ja, was dann halt auch ein Jahr wieder so ein bisschen Schnupperkurs war in Wolfsburg, hat mir dann alles nicht mehr so gefallen, die Stadt nicht, das Umfeld nicht, die Leute nicht, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Bock hat so auf oberflächliche Leute, die mehr so nur auf diesen Kommerz und so stehen und so, bin ich einfach nicht. Und habe ich gedacht, komm, ja, jetzt wieder zurück nach Bremen, wieder in die Heimat, wieder alte Liebe natürlich. Ja, dann hier in Bremen gewesen, in Uphusen, auch einen eher schlechten Start gehabt. Wollte dann mehr oder weniger aufhören mit Fußball und wollte halt mich so ein bisschen mehr so dem Kampfsport widmen und sowas und hatte halt ein bisschen mehr Bock, was anderes auch mal auszuprobieren, was anderes zu machen. Ja, bis mir dann ein Kumpel, mit dem ich zusammen in Uphusen gespielt hatte, gesagt hatte, komm her, ich wechsle zu Wattern-Sport, die brauchen noch einen Keeper, wäre voll geil, wenn du uns helfen könntest. In meinen Augen der beste Schritt, den ich bisher gemacht habe, glaube ich, nach Wolfsburg und jetzt zurück zum BSV, würde ich sagen, das war mit einer der besten Schritte, weil ich da einfach wieder die Lust an Fußball gewonnen habe. Ich habe super geile Leute kennengelernt, richtig Spaß bekommen, wieder Fußball zu spielen und somit kam das dann auch, dass ich gesagt habe, ach,
wofür eigentlich Fußball aufhören, ist der geilste Sport der Welt, kann man nicht aufhören, dieses Feeling in der Kabine, wir haben es geschafft, den Abstieg zu verhindern und halt in der Liga zu bleiben. Und dann kam halt das Gespräch mit Ralf und mit Gerd und mit den ganzen Leuten, dann war ich wieder, wie BSV, das führt einen irgendwie wieder zurück, ne? Weil einfach dieses Umfeld, Panzenberg, Fred Heise, ja, und auch Ralf, den ich von damals noch kenne aus Wolfsburg, ich dachte, ja, das machen wir, ist cool. Genau, jetzt habe ich so viele Fragen im Kopf, fangen wir doch einfach mal damit an, weil du es gerade erwähnt hast. Ich kann mich noch sehr gut an das Spiel erinnern von dem neuen alten Bremer SV in der Rückrunde, wo du im Tor von Warta standest und ja, eigentlich hättet gewinnen müssen von den Chancen her. Zum Anfang sah es eigentlich so aus, ne? Genau, hast du dann da doch nicht ganz geschafft und wir kommen auch später nochmal drauf zurück, weil der nächste Gegner vom Bremer SV ist ja auch Warta. Mhm. Und in dem Sinne, aber deswegen nehme ich es jetzt mal kurz vorweg. Sie waren letztes Jahr doch dann schon wieder Überraschung, wo man gedacht hatte bei Warta, die schaffen ja, sind ja eigentlich viel besser als die Ergebnisse aussagen. Und ja, in dieser Saison wahrscheinlich ähnlich, oder? Also haben gerade gegen Werder unentschieden gespielt, 1-1, gegen Oberneuland gut große Klatsche und so, aber schon ein starker Gegner, den man schwer einschätzen kann, oder? Definitiv. Also ich muss sagen, das sind alles auch sehr, sehr temperamentvolle Jungs. Nicht ins Negative. Also der Verein, der wird, was ich gar nicht verstehen kann, ich denke mal, das liegt dann auch mehr so ein bisschen, was das Publikum und so angeht, der wird sehr ins Negative abgemünzt. Wartan hat halt einen ganz komischen Ruf in Bremen. Was mich wiederum auch wundert, warum jetzt auf einmal wieder so viele Spieler zum Wartanspor wechseln. Weil eigentlich dieser Verein so in Verruf geraten ist, dass sie eigentlich voll die Probleme hatten, auch im letzten Jahr, als ich dahin gewechselt bin, Spieler zu gewinnen. Deswegen hatten wir halt so viele aus viele Albaner, was ich jetzt nicht vom Nachteil fand. Alle super geile Kicker. Aber deswegen muss ich sagen, dadurch, dass sie auch so ein Temperament haben, muss man auf jeden Fall vorsichtig sein bei den Jungs, weil die haben immer die Möglichkeit, die laufen bis zum Ende. Also die selbst wenn die auf dem Platz verrecken würden, die laufen bis zum Gehen nicht mehr, bis zum bitteren Ende. Ey. Ja. Und deswegen, das ist eine Kämpfertruppe, die Mannschaft hat Herz. Ich weiß, ich habe die Mannschaft jetzt leider nicht noch mal spielen sehen, aber ich kenne da halt noch einige, die da spielen. Ja. Aber die ich da kenne, die haben alle so ein Herz und auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Das ist eine starke Truppe. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Unsere Assistentin hat ja noch was anderes erwähnt und da ist natürlich Late Night total gierig drauf zu wissen. Beim Bremer SV, das war ja auch damals so, als du, da warst, gab es immer einen Wechsel im Tor. Ist es beim Bremer SV, dass es eigentlich keinen ersten und zweiten Torhüter gibt, sondern so wie unsere Assistentin gesagt hat, ein 1A und 1B? Oder, und nicht nur oder, ist es so? Und dann die Frage, bist du 1A oder bist du 1B? Ich glaube, ich muss gleich nochmal ein Kind. Von sich selber so zu reden, ist natürlich immer schwierig. Ne? Ich weiß, was ich kann, ich weiß natürlich auch, was ich gelernt habe. Malte ist ein überragender Torwart, aber ich muss von mir halt selber aussagen, ich bin halt auch kein Schlechter. Und ich sehe mich in der Position jetzt gerade auch, dass ich sagen kann, ich denke mal, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich eigentlich 1A. Was jetzt aber, glaube ich, nicht der Verein ist, sondern es ist immer vom Trainer zum Trainer eigentlich. Jetzt ist es halt die Sache, er hat mich jetzt belohnt gehabt dafür, dass ich gut trainiert habe. Und genau, du hast zwei Spiele gespielt. Genau, da bin ich dann zwei Spiele reingeworfen. Jetzt hat er halt ein Bauchgefühl, was ihm gesagt hat, er braucht einen Torwart, der mitspielt. So, er hat halt ein besseres Bauchgefühl, wo er dann jetzt wieder Malte reingeworfen hat. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt sagen kann, 1A, 1B. Ich glaube, dass das auch von Woche zu Woche entscheiden kann. Ne? So, wenn du eine Woche geil trainierst, bist du 1A. Wenn du eine Woche trainierst wie ein Flop, dann bist du 1Y wahrscheinlich. Dann bist du raus. Okay. Aber wie hast du dich dann da am Freitag gefühlt, als du dann gehört hast, Scheiße? Genau, also mein Name ist zu Hause mit dem Browserfenster, Mobilgeräten und TV-Geräten. Kevin Kuhfeld hat nicht gegen Oberneuland gespielt, für die es nicht wissen. Genau. Genau. Dann denkst du erstmal. Ich hab mich blöd gefühlt. Die Situation war halt einfach scheiße. Ja. Einen Tag vorher wäre ich damit wahrscheinlich anders umgegangen. Ja. So kurz vorm Spiel ist das für mich wie ein Schlag ins Gesicht gewesen, weil man bereitet sich so auf das Spiel vor, dass man glaubt, man spielt, weil man davor die beiden Spiele gespielt hat, man hat beide Spiele zu null gespielt, man hat eine gute Trainingswoche gehabt. Dann war es natürlich schon wie ein Schlag ins Gesicht. Ne? Wenn du dann auf einmal dazu hören bekommst, halbe Stunde vor dem Spiel, tja, Kevin. Mein Bauchgefühl sagt mir, du spielst nicht. Das ist natürlich für ein Torwart
Schlag ins Gesicht, ne? Scheiße ist das. Aber trotzdem hast du, weil wir ja natürlich hier in dieser unabhängigen Sendung kein BSV-Bashing machen wollen und es auch noch nie gemacht haben, das möchte ich auch einmal hier betonen, trotzdem hast du am Ende des Spiels, dann, Herr Pallava lächelt so lustig, hast du am Ende des Spiels mit allen gefeiert, weil es einfach geil war. Egal, ob man gespielt hat oder nicht gespielt hat, man hat gewonnen und Stimmung war geil und alles ist geil. Meine Jungs können ja nichts dafür, dass ich nicht spiele. Das ist ja meine Mannschaft. Ja. Die Jungs, die sagen, wir wollen gewinnen. Ich möchte auch gewinnen. Ich möchte am Ende möchte ich ganz oben stehen und möchte am besten den Aufstieg feiern und Meister werden und Pokalsieger werden. Und dann ist es mir eigentlich auch auf Deutsch gesagt, scheißegal, wer auf dem Platz steht. Solange wir die Spiele gewinnen, so wie wir es gegen Oberneuland getan haben, muss man einfach dem Trainer recht geben. Wir haben das Spiel 3-1 gewonnen, souverän gewonnen und ja. Mir ist es auch egal. Der Trainer ist der mich aufstellt. Die Jungs, die können nichts dafür. Deswegen muss ich die Jungs genauso weiter pushen und genau weiter anfeuern, weil es meine Mannschaft sind, meine Kollegen. Und ob der Trainer mich aufstellt oder nicht, das geht mir dann eigentlich auch am Arsch vorbei. Nee, ich meine, gerade hier auch bei Late Night ist es so, wir sind ja auch eigentlich totale Malte-Fans. Natürlich auch Kevin-Fans, aber wir haben auch, apropos Fans, gehört, dass es eine Fan-Initiative gibt, Herr Pallava, wollen Sie denen einmal den Namen der Faninitiative sagen? Die Faninitiative heißt FIK. Faninitiative Kevin Kuhfeld. Hast du davon schon gehört? Nee. Genau. Ja. Hörst du das interne? Sie ist noch nicht so ganz groß in Vordergrund getreten, aber sie gibt es auf jeden Fall und es geht um einfach nur positive Unterstützung. Aber wie ist das dann, wenn du, jetzt weißt du halt, okay, du hast gegen Oberneuland nicht gespielt, jetzt gibt es ein Doppelgas im Training. Kann man das überhaupt? Also 200%? Jetzt. Ja, jetzt endlich jetzt mal. Jetzt endlich. Ja, es geht auch so nicht mehr weiter hier. Ja, Doppelgas. Ich reiß mir jedes Training so den Arsch auf. Und mehr als alles zu geben kann man nicht. Man kann ja immer... Ja. Aber ist es dann... Okay, du bist dann, ich meine, das ist ja total menschlich, du bist dann am Freitag total enttäuscht, dass du halt nicht spielst und das ist ja auch total verständlich, dann, aber dann sagst du danach Mund abputzen und weiter, oder? Also so für dich, dass du sozusagen diese Wut in positive Energie... Ja, also... Nee, ich gehe dann am Montag ganz normal zum Training und sag mir, ja, das, was der Trainer mir so gesehen vorgeworfen hat, warum er mich dann nicht spielen lässt... Versuche ich dann einfach im nächsten Training oder in der nächsten Trainingswoche irgendwo zu verbessern, so dass man irgendwo dem Trainer halt keine Chance gibt, an dir vorbeizukommen. Aber das fällt mir gerade auf. Also, was ist das denn, weil du sagtest, vorgeworfen? Also, das ist nicht, dass Malte besser mitspielt? Oder ja, also, er nützt es jetzt auch so ein bisschen, denke ich mal, auf die Vorbereitung ab. Also, ist keine Frage, beide können Top-Fußball spielen, ja. Beide haben Abschläge drauf und bringen die Bälle super auf den Mann und so. Aber ich habe in der Vorbereitung 2-3 Dinger drin gehabt, wo ich den Ball einfach blind zum Gegner gespielt habe. Sowas merkt sich natürlich ein Trainer. Malte hat es nicht gemacht, sowas merkt sich ein Trainer und der sagt dann, wenn er ein Torwart zum Mitspielen braucht, sagt ihm sein Bauchgefühl einfach, okay, Malte, wird es dann jetzt. Aber gleichzeitig hattest du in der Vorbereitung, glaube ich, auch ein ziemlich geiles Elfmeterschießen, wenn ich mich erinnere, und bist auch sogar dafür eingewechselt worden. Genau, dafür hat er mich dann ja auch andererseits wieder belohnt. Ne? Ja. Und das war auch so ein Bauchgefühl. Und vor allem in Pflichtspielen hast du bisher noch kein Gegentor bekommen. Ja. Muss man ja auch einfach jetzt am Rande festhalten. Genau, dabei müssen wir natürlich auch festhalten, Malte Seemann finden wir trotzdem. Man muss ja in diesen Diskussionen... Malte ist ein super geiler Mensch, ein super geiler Torwart auch. Und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Also deswegen, ich verstehe das auch voll und ganz, dass er ihn so feiert. Weil ich mag ihn persönlich als Mensch auch super. Ich habe dieses Jahr einfach wieder beim BSV so ein richtiges Luxusproblem. Ist halt so. Also ich meine, im Endeffekt bedeutet es ja, keine Ahnung, mal angenommen, du kannst irgendwie mal eine Woche lang irgendwie einmal nicht oder kannst zweimal nicht zum Training, dann weißt du jetzt ja wahrscheinlich sowieso, dass du nicht spielen wirst. Richtig. Und genauso wird es ja auch andersrum dann sein. Aber ist das... Luxusproblem war es, ne? Ja, natürlich. Ja. Danke. Aber kann man das vergleichen mit damals, die Situation, als du beim Bremer SV warst? Auf gar keinen Fall. Weil da war Zecke ganz klar... Nee, das war, da gab es auch... Das war nicht fair damals. Da ging es auch nicht darum, wer besser trainiert hat oder nicht. Da ging es einfach darum, Klaus Gilsdorf hat mir zu 0,0% vertraut. Ohne jetzt die Gegner schlecht zu machen. Ich durfte gegen Grolland spielen. Ich durfte gegen Buxtehude 8 spielen, sag ich mal, in den Testspielen. Aber wenn wir jetzt ein gutes Testspiel gegen eine gute Mannschaft gemacht haben, oder wenn wir gegen Blumenthal oder gegen Brinkum oder schieß mich durch, gegen die, sag ich mal, oberklassigeren Mannschaften, wissen wir ja alle, aus Bremen gibt es ja halt manche Mannschaften, die weiter oben.
Wenn wir gegen die gespielt haben, nicht mal einen Hauch einer Chance gehabt. Da wusste ich, du kannst jetzt die Woche kannst du trainieren, du kannst über den Platz fliegen. Bringt nichts. Bringt nichts, er lässt sich so oder so nicht spielen. Und deswegen, das, irgendwann ist man auch mit so einer Einstellung ins Training gegangen, ja, pff, ob ich jetzt komme oder in Hamburg Platz und Bockwurst. Spielt's eh nicht. Ja, Bockwurst ist gut. aber dazu noch eine, noch einmal, bevor wir jetzt, weil ich sehe, unsere Assistentin winkt auf jeden Fall da hinten, wir müssen auch so ein bisschen mal zum Thema der Sendung, nämlich den letzten Spieltag kommen. Doch nochmal eine Frage, dass du nach Lupo Martini gewechselt bist. Also bei Transfermarkt war lustigerweise, gab es unterschiedliche Ergebnisse, ob du ein Spiel gemacht hast in der Regionalliga oder nicht. Hast du eins? Hast du nicht? Habe ich nicht. Weil da stand nämlich, du hast ein Spiel gemacht. Habe ich auch schon gesehen, ist aber ein Fehler, habe ich nicht. Nee. Ja, okay. Meine Damen und Herren von Transfermarkt.de, bitte korrigieren. aber da hast du in der Regionalliga geschnuppert schon, aber du bist hauptsächlich in der zweiten von denen eingesetzt worden. Gespielt, oder? Also Spielpraxis habe ich mir in der zweiten geholt. Mhm. Ich durfte aber das Gefühl mitnehmen, mit auf die Fahrten zu den Regionalligaspielen zu fahren. Mhm. Im Herrenbereich ist auch nochmal was ganz anderes. Ich habe ja auch Jugendbundesliga gespielt. Mhm. Ob du zur Jugendbundesliga fährst. Herrenregionalliga hat nochmal so ein anderes Flair, weil da geht es halt wirklich um ein bisschen was. Ne? Mhm. Und schon cool gewesen. Aber gespielt leider nie. Spielpraxis in der zweiten, was ich auch vollkommen okay fand, weil da war ich 20 Jahre alt, ganz junger Torwart. Mein Konkurrent war ein richtig geiler Keeper, Marius Saus. Wenn du dir das angucken solltest, Marius, bist super. nee, und deswegen, also es war aber einfach nur schön, sowas einfach auch da mal mitzunehmen, ne? So mit den Fans auch mit Meppen und Oldenburg und schon geil gewesen. Mhm. Schon Spaß gemacht. Ich meine, du bist ja immer noch ein ganz junger Keeper. Also, ja. Genau. Meine Damen und Herren, ich sehe, unsere Assistentin winkt auf jeden Fall und deswegen wollen wir jetzt endlich mal zum letzten Spieltag von der Stark-Bremen-Liga kommen und bitten doch einmal unsere Assistentin vorzulesen. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag. Die Ergebnisse vom 7. Spieltag. Brinkumer SV gegen BTS Neustadt 1:0. Das hochkristallisierteste Spiel des Spieltages. FC Oberneuland gegen Bremer SV 1:3. TuS Schwachhausen gegen BSC Hastedt 4:1. Blumenthaler Sportverein von 1919 gegen Lea TS 0:0. KSV Wattansport gegen Werder Bremen 3:1. SC Bockfeld gegen OSC Bremerhaven 2:3. SFL Bremerhaven gegen ESC Geestemünde 2:1. Hagenhauser FV gegen SG Aumund Wegesack 2:3. Ja, meine Damen und Herren, von den Browserfans zum Mobilgeräten und TV-Geräten. Natürlich reden wir jetzt über den FCO gegen den BSV. Wir haben schon so viel, also jetzt auch schon immer angedeutet oder so. Herr Carallo, Fans waren wie viel da gewesen an diesem Freitagabendspiel? Zuschauer waren, glaube ich, 850, wurde durchgesagt. Ja. Mhm. Also mehr als wir dachten. Wir hatten ja so 500 getippt in unserer letzten Sendung. Sie, genau. Also ich hatte mehr getippt. Gut. Ja, ich sage jetzt mal wir, das Team. Ja. So. Aber das war schon amtlich. Ich fand es eine angemessene Kulisse für so ein Bremen-Liga-Spiel. Obwohl wir ja immer darüber reden, auch so ein Spiel hätte noch mehr Zuschauer verdient. Ich weiß nicht, wie das so ein Spieler auch sieht bei so einem Spiel. Die Zuschauer, das war ja okay. Der Support war natürlich auch, würde mich auch mal interessieren, was ihr Spieler, wie ihr das seht jetzt, die Entwicklung mit Hauptsache Blau zum Beispiel. Hammer. Also wie gesagt, ich weiß noch, wie es vor 2 Jahren war. Und was in so einer kurzen Zeit, in 2 Jahre ist eigentlich wirklich eine sehr enorm kurze Zeit, was es dafür eine Entwicklung stattgefunden hat beim Bremer SV, was die Fans angeht und auch was die Präsenz im Internet angeht. Super. Also wirklich, und es ist halt auch einfach schön, so zu sehen, okay, man guckt in eine Ecke, früher war das, da stehen dann 4 Peoples und BSV, aber da jetzt mal in eine Ecke zu gucken, wo die Leute ihre Fahnen aufgehangen haben und da auch richtig Stimmung machen und richtig Alarm machen. Und da stehen dann auch mal mehr als 5 Leute und von den 5 Leuten waren 2 die Geschwister oder so. Ja. Das ist dann schon mal echt, macht schon echt Spaß, das ist schon cool. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, es wurde ja sogar ein Spieler abgefeiert, der früher beim BSV war, ohne Usum. Hat man das mitgekriegt? Ich muss sagen, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich glaube, ich war da auch ein bisschen mit dem Kopf ein bisschen woanders, weil ich mit ihm da so ein kleines Wortgefecht, so ein kleines Psychospielchen auch gespielt werde. Ach so, weil er ist ein geiler Fußballer,
Aber man muss ihn mit dem Kopf, muss man ihn ein bisschen rauskriegen. So, weil dann macht er nicht mehr das, was er normalerweise macht. Und deswegen habe ich mir das dann mal ein bisschen so auf die Fahne geschrieben. Komm her, provozierst ihn mal so ein bisschen von draußen. Okay. Weil er springt auch sehr gerne drauf an. Und da habe ich gedacht, komm her, den greifst du dir heute, den Kleinen. Ja, aber man hat halt nur gemerkt, dass er das aber noch unglaublich beliebt ist. So bei dem, was er vorher so gezeigt hat. Kann ich auch verstehen. Als er dahin, ich habe gegen ihn ja auch gespielt, als ich bei Watern war. Ja. Dann hat er auch gegen mich ein Tor geschossen. Ja. Er ist ja auch ein super Kicker. Ja. Mhm. Genau, also es waren 850 Zuschauer, ein Flutlichtspiel, das Stadion war eigentlich proppenvoll. Die Fans haben, einzige Manko, die BSV-Fans haben halt gesagt, die mussten immer so weit zum Bierstand laufen. Also wäre Oberneuer besser gewesen, hätte sie drüben noch einen Bierstand hingepackt. Aber sonst war es ja, was denkst du, also in der Zeitung stand ja ganz viel, Oberneuland war die überlegene Mannschaft und Bremer SV hat glücklich gewonnen. Zum Beispiel, wenn jetzt, also glücklich, Herr Pallabar, zitiere ich das ungefähr richtig? Ja, nee, also ich glaube beim Sport, was aber ob sie vor allem anspielen, stand es schon mehr oder weniger so, dass halt Oberneuland spielerisch irgendwie überlegen war und ja, obwohl und auch nicht so richtig. Also ja, sie stand auch was von einem Chancenplus. Aber ich meine, wir brauchen da auch nicht drüber reden. Wir können ja einfach darüber reden, wie wir das Spiel gesehen haben. Und also ich gebe recht, Oberneuland hatte gerade die erste Superchance. Simon Scharke hatte in der ersten Halbzeit zwei, drei Superchancen. Und dann macht der BSV mit der ersten Chance und dann ausgerechnet auch noch Jabate macht dann das 1:0. Das ist, ich meine, besser geht's ja gar nicht. Und das hast du dann schon mal auch bei Oberneuland gemerkt, dass sie da so einen leichten Knick bekommen haben. Vor allem, weil dann ja 2:0 durch... Wer war das? Marcel Lück, dann eine kurze Zeit später auch einfach noch gefallen ist. Und Oberneuland, würde ich sagen, war gerade um die Zeit rum doch ein bisschen bemüht, ein bisschen mehr das Spiel zu machen als der BSV. Ja. Und danach konnte sich halt der BSV, ich meine, du führst 2:0. Ich meine, was sollst du denn machen? Dann brauchst du nicht das Spiel machen. Dann lässt du den Gegner. Genau, und das ist ja ein Punkt, der auch in der Fan-Kurve auch immer wieder diskutiert wurde. Der Bremer SV hat auch damals, als du auch da warst, ja sehr viel Ballbesitz und Dominanz ausgestrahlt halt. Das hat der Bremer SV jetzt gegen Oberneuland. In der zweiten Halbzeit haben sie sich viel weiter zurückgezogen und jeder war überrascht und fand es richtig gut, dass der Bremer SV mal einen anderen Stiefel runterspielt. Mhm. Hast du das auch so gesehen oder... Ja, ich glaube mehr, dass das schon nach einer Zeit dann, weil wer das halt auch von Anfang an gesehen hat, wir haben wirklich enormes Pressing gespielt. Wenn wir einen Ball verloren haben mit Mann und Maus, sind wir gleich alle wieder hinterm Ball, haben uns den Ball wieder richtig gut zurückgearbeitet. Ich denke, dass das dann irgendwann auch einfach dann, wo man sagt, okay, jetzt muss man nochmal eben ein bisschen Kräfte sparen, weil man halt, wenn du so ein enormes Pressing gehst und dann 2:0 führst, dann brauchst du da nicht noch weiter pressen, weil die werden ja auch offensiv spielen. Und wenn du dann so einen Konter fängst, dann hast du nicht mehr die Kraft, wie in der 10. Minute den Ball zurückzuerobern, sag ich mal in der 75. Minute. Deswegen fand ich das schon ganz gut, dass die Jungs das auch gut gesehen haben, da tiefer zu stehen. Und Meine Damen und Herren, apropos tiefer stehen, wir sehen uns sofort wieder nach einer kurzen kleinen Pause. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir wieder nach der kurzen kleinen Pause. Tief stehen, nur ein Gegentor fangen, vorne die Tore machen, so wird man Meister. Immer eins mehr schießen als der Gegner. Ja, ja, also ich würde gerne diese beide. Der muss da mal jetzt auch. Auf den habe ich gewartet. Der war so gut, der nehmen. Auf den habe ich aber auch gewartet. Den muss man machen. Genau. Den muss man machen. Herr Pallabar, übernehmen Sie gerade meinen Kurz. Ja, ich meine, also man muss ja auch sagen, ich meine, Oberland hat zwar dann irgendwann den Anschlusstreffer gemacht, aber auch. Obwohl ja der BSV noch weit hinten stand, hatte Oberneuland sonst eigentlich wenig hochkarätige Chancen. Anschlusstreffer, ein wunderbares Tor, irgendwie der zweite Ball sozusagen, den er gespielt hat, das ist ja unhaltbar. Traumtor. Obwohl, hättest du den gehalten? Na klar. Gut. aber ich meine, du hast ja trotzdem, also da war echt richtig super geschossen. Super. Ich stand auch genau hinterm Tor, der hat den Ast reingetroffen, ja. So geil vom Schlappen runtergegangen und dreht sich schön. Also wahrscheinlich 9 von 10 Mal landet er irgendwie, ja nicht auf der Autobahn, weil beim Hockeyplatz. Ja, aber selbst danach hatte ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl, als hätte Oberneuland großartig Chancen. Ich glaube, die beste Chance hatte noch ihr Torwart, Hannes Frerichs. Als Malte da noch mit hochgegangen ist. Genau, als Malte da noch mit hochgegangen ist. Aber ich meine, sonst hat der BSV da ja wirklich wenig zugelassen. Und das war, finde ich, was in den letzten Jahren gerade in diesen Top-Spielen selten gesehen hast, weil da hatte der Gegner meistens beim BSV immer noch Chancen. Und diesmal muss ich sagen, die Arbeit nach hinten war echt super gewesen. Wir haben aber auch Stimmen gehört, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber dass es spielerisch halt nicht ganz so gut war, dass auch viel im Mittelfeld gefehlt hat.
wo dann so jetzt die Frage ist, okay, egal, ihr habt ja trotzdem gewonnen oder hat man da doch einen zu hohen Anspruch, weil ja unter anderem eine Titelzeile war, das war das Spitzenspiel und so sah es auch aus. Und ich denke, ich würde es eher so sehen, wie wir hier auch bei Late Night besprochen haben. Es war, wie immer in so einem Spitzenspiel, spielerisch kommt man halt nicht zu viel, weil einfach zu viel auf dem Spiel steht. Stimmt das? Ja, also ich muss sagen, das Spiel war von der Schnelligkeit, war es ein richtig geiles Spiel. Es ging hin und her, aber Oberlölland hatte ihre Chancen, okay. Aber ich denke mal, das spricht dann ja eigentlich irgendwo auch für unsere individuelle Klasse, dass wenn du wenig Chancen hast, und die musst du dann halt machen. Ne? Und das haben wir eigentlich davor die Spiele nicht gemacht. Deswegen war ich so überrascht, dass wir aus diesen wenigen Chancen, die wir eigentlich hatten, was eigentlich immer unser Problem war, wir hatten Chancen über Chancen und gewinnen das Spiel nur 2-0. Und das war halt bei Oberneuland immer die Sache. Deswegen haben die ihre Spiele wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass sie 40 Chancen hatten und deswegen 7-0 gewonnen haben. Die haben wahrscheinlich von 10 Chancen haben sie 7 Dinger gemacht. Und das hatten sie in diesem Spiel einfach nicht. Und da hatten wir einfach das Plus dann. Ne? Ja, und im Mittelfeld, also ganz ehrlich, kann ich nicht sagen, dass irgendwas, also wir haben ein brutales Mittelfeld. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass da irgendwie... Also ich finde das auch interessant, sowas erstmal zu hören, weil ich muss sagen, wer bei uns mal geguckt hat und wer auch noch gesehen hat, was bei uns noch dann im Mittelfeld auf der Bank saß, mit einem Tim Penzig, mit einem Alexander Arnold, auch ein Jan-Moritz Höhler, der dann noch bei uns auf der Bank saß und was im Mittelfeld auf dem Platz stand. Also, alter Schwede, wer da sagt, dass da im Mittelfeld was gefehlt hat, du, also gut ab. Also ich denke maximal... Also ich kann es auch nicht verstehen, weil ich fand, das Spiel vom BSV auch gerade auch im Mittelfeld war sehr gut. Es war halt extrem schnell. Maximal könnte man das darauf beziehen, dass also es gab halt teilweise wieder sehr viel weite Bälle von hinten. Aber einerseits, was du vorhin gesagt hast, ein bisschen Kraft schon. Zweitens ist es genau das, was alle Leute in den letzten Jahren sonst immer beim BSV kritisiert haben, dass die irgendwie den Ball bis in den Fünfer irgendwie schön durchspielen und dann noch dreimal vorne hin und her passen und den Ball dann daneben schießen. Und genau das hat in der Relegation gefehlt, diese weiten Bälle nach vorne, wo du sonst auch einfach mal auf den zweiten Ball wartest und dir dann einfach deine Chance holst. Genau, Kevin, laut Statistik wird, guckt der allgemeine BSV Late Night Zuschauer, da haben wir ja ungefähr um die 150 pro Woche bis zur Minute 22 sehr intensiv, da sind wir jetzt gleich. Und deswegen muss man natürlich jetzt die Frage stellen, ihr steigt auf, weil... Weil wir die Besten sind. Meine Damen und Herren, vor den Brausefans und Mobilgeräten und TV-Geräten, ich meine, was sollst du auch sonst sagen? Ihr habt aber, wenn wir jetzt ernsthaft darüber diskutieren, die Relegation hat sich geändert. Der Erste der Bremenliga, logisch, geht rein. Ja, ja. Und es gibt nur Hamburg und Schleswig-Holstein. Genau. Niedersachsen ist raus. Ja, die spielen gegen den Vierten der Bremenliga. Genau. Ist das, findest du das eher positiv? Oder also, da hat man dadurch mehr Chancen, weil nur noch zwei von drei... Klar, du hast halt nur noch zwei Spiele. Du musst halt eins gewinnen und hast... Das könnte schon reichen, ne? Klar. Niedersachsen stellt immer Hammermannschaften. Wir haben in Bremen halt eigentlich nicht so viele Spiele, dass man sich da wirklich drauf vorbereiten kann. In Niedersachsen hast du wirklich jedes Spiel, das ist ein Kracherspiel. Lupo Martini letztes Jahr, wer das beobachtet hat, ist aus dem Keller, von ganz unten, vom Abstiegsplatz, haben die es geschafft, Meister zu werden. Also da ist das auch, weil da kann jeder gegen jeden gewinnen. Das ist in der Bremenliga halt leider nicht so. Da kann nicht jeder gegen, kann schon klappen, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er jeder gegen jeden gewinnt. Und ich muss einfach sagen, dieses Jahr, wer das halt jetzt auch bei uns von Anfang bis jetzt beobachtet hat, wir sind eine komplett neu zusammengetrommelte Mannschaft und wir haben es echt geschafft, jetzt auf dem Platz Kommunikation, ein Team zu sein. Wir jubeln zusammen, wir feiern zusammen, wir sind ein Team geworden in so kurzer Zeit jetzt. Wir ackern, wir trainieren, glaube ich, mehr als die anderen. Wir machen Intervallläufe immer noch, jede Woche, gefühlt jede Woche bei Ralf. Wir laufen 20 Minuten nach dem Spiel aus, wir haben die Kondition und deswegen glaube ich einfach, dass wir dadurch, dass wir halt auch mehr arbeiten und mehr ackern und auch den Spaß halt nicht verlieren beim Fußball, dass wir da wirklich die Chance haben, dieses Jahr aufzusteigen. Auch wegen der neuen Konstellation, die da jetzt herrscht. Meine Herren in der Runde, wir wollen einmal auf die anderen Spiele gucken. Ja. Sind Sie damit einverstanden? Ja, oder haben Sie noch was zum Oberneuland-Spiel? Ja, eigentlich nur eine Frage. Ihr seid jetzt aber noch nicht Meister, oder? Ich meine, es gibt ja eh noch das Rückspiel, aber Ralf hat euch jetzt ja wahrscheinlich auch schon jetzt im Training gesagt,
Wo Norland, das war schön und gut, aber jetzt gegen Bayern. Genau, heute erst. Zählen ja auch nur die drei Punkte. Genau, heute erst, da hat er gesagt. Aber wenn das so ein Trainer so sagt, weißt du, also wisst ihr das als Spieler vorher nicht? Eigentlich, ne? Okay. Ja, doch, klar wissen wir das als Spieler auch vorher. Dafür ist so ein Trainer noch da. Ja, aber er muss ja irgendwas sagen, ne? Yeah, er kann ja nicht sagen, so Männer, wir haben gegen Oberneuland gewonnen, jetzt erstmal Füße auf den Tisch und... Nee, er muss doch trotzdem der Mannschaft sagen, Männer, ab Montag arbeiten wir jetzt auf das Spiel gegen Watern hin, weil wir haben noch nichts gewonnen. Und er hat ja auch damit recht. Wir haben ja 6. Spieltag, 7. Spieltag, was war das? 8. kommt jetzt. 7. Spieltag. Genau. Ja, es ist noch nichts, noch rein gar nichts. Es ist noch komplett am Anfang der Saison. Und wie wir immer sagen, die Saison ist noch lang, ne? Die Saison ist... Genau, meine Damen und Herren, wir wollen natürlich jetzt auch einmal nur gucken, was es noch für andere Ergebnisse in der Bremenliga gab. Unter anderem gab es ein Bremerhaven-Derby, da hatten wir sie letzte Woche drauf vorbereitet, beziehungsweise unser Bremerhaven-Experte, Herr Schlag, der auch leider immer noch da ist, SFL gegen ESC Geestemünde. 2-1 ging das aus, Herr Pallava. Ja, sah zwischendurch eigentlich ganz klar für SFL aus, war aber insgesamt einfach nicht so das schöne Spiel und dann gab es halt gegen Ende extrem unschöne Szenen, also irgendwie Rauferei auf dem Platz, Rudelbildung, Schiedsrichterbeleidigung, Rot und auch nach dem Spiel ging es noch hoch her. Das hat da nicht viel mit Fußball zu tun, aber das ist halt ein Derby, ne? Und SFL hat es gewonnen und nach dem, was ich gesehen habe, auch zurecht gewonnen, weil sie einfach die bessere der beiden Mannschaften waren und ja, ist jetzt sozusagen der erste Verfolger nach Oberneuland, also der zweite Verfolger. Genau, ihr habt ja schon gegen SFL gespielt, habt euch ja auch schwer getan. Oberneuland ist ja auch nicht so richtig ins Spiel gekommen. SFL hat alle anderen Spiele gewonnen, außer gegen die ersten beiden, schon richtig starke Aufsteiger, oder? Definitiv. Muss man halt erstmal schaffen, ne? Gewinn erstmal deine Spiele. Und ich schätze auch ESC Geestemünde als eine starke Mannschaft ein. So, was ich halt im letzten Jahr noch sehen konnte und davor die Jahre, was die auch aus sich gemacht haben, finde ich auch schon echt nicht schlecht. Und das als Aufsteiger jetzt einmal als SFL, jetzt so weit oben zu stehen und nur zwei Niederlagen und das gegen den ersten und gegen den zweiten, Respekt. Also, das ist schon echt super. Ja, der Meister, Brinkumer SV, hat 1-0 gegen BTS Neustadt gewonnen. Ja, das... Keller-Derby. Mittlerweile spielt Brinkum Keller-Derbys und gewinnt in einem Kampfspiel 1-0 ja, gegen den Letzten in der Tabelle. Ja, so läuft es gerade in Brinkum. Ne? Müssen auch von Spiel zu Spiel denken. Ja, läuft halt immer noch nicht so rund. Genau. Finde ich aber schade. Weil ich halte eigentlich echt viel auch von dem Trainer, von dem Dennis Offermann. Ja. Weil ich denke, er bringt eine richtig... Also er bringt eine richtige Kompetenz mit, auch wenn man mit ihm mal so spricht und so. Ich finde, der bringt richtig Kompetenz mit und deswegen finde ich das richtig schade, wie eine Mannschaft, die letztes Jahr Meister geworden ist, auf einmal da unten so rumgebildet, das finde ich schon echt heftig. Ihr habt ja nun einen Kantersieg eingefahren und wie denkst du darüber, wie denkt man in der Mannschaft darüber, wie kann das sein, dass sie so abrutschen? Also ein Kantersieg für uns natürlich geil, aber ich fand es wiederum auch schade, wie eine Mannschaft sich auf einmal so hängen lassen kann. Und der Dörbelo ist noch da, Bastian Helm sind noch da und das waren so, schätze ich mal, so mit die Leistungsführer bei denen auch. Ja. Die haben im Tor haben die noch einen guten Torwart mit Benny Schimmel. Also ich sage, da sind aber noch einige, wo ich sagen kann, das sind eigentlich auch Leader. Genau, das sind auch Leader in der Mannschaft und die sind letztes Jahr mit Meister geworden. Und das muss doch Anspruch sein. Das ist doch ein geiles Gefühl, Meister zu werden, sich da so hängen zu lassen. Wir haben ja schon öfters jetzt auch Dennis Offermann interviewt und gefragt. Und da war immer wieder Thema dieses eventuell schlechte Verarbeiten der Meisterschaft letztes Jahr. Also dass sie so einen Höhepunkt gehabt haben und jetzt ein Abfall da ist. Kann das, also kannst du das nachvollziehen? Ich glaub, er hat da, guck mal, diese Meister geworden, tut mir leid, aber wenn man in die Relegation geht, ja, dann kann man nicht Priorität setzen und sagen, komm her, ich fliege jetzt nach Malle. Ey, da will ich doch mit meiner Mannschaft, will ich doch da sein. Und das hat mir dann irgendwie so gesagt, wollen die überhaupt aufsteigen? Haben die den Jungs jetzt überhaupt vermittelt, dass sie aufsteigen wollen? Weil da sind junge Burschen mit bei, die wollen in die Regionalliga. Aber wenn der Verein das nicht möchte, dann passiert wahrscheinlich genau das, was jetzt gerade da in Brinkum abgeht. Dass sie sich hängen lassen, dass sie keinen Bock haben, weil die sagen, ey, die wollen uns eh nicht aufsteigen lassen. Dann gehen wir auch nicht alles 100%. Wenn der Trainer sogar
in der Relegation nach Mallorca fliegt. Also das sagt ja schon einiges über den Verein und über diese Situation da dann noch raus, denke ich. Und ich glaube halt auch zusätzlich letzte Saison, die Meisterschaft kam halt extrem überraschend und gegen Ende, es war natürlich dann die Euphorie, dass sie Meister werden können. Und das ist halt genauso wie Hasche, die jetzt im Pokal gespielt haben und in der Liga jetzt total durchhängen, dass du da einfach so, weil, sind wir mal ehrlich, für den Brinkumer SV, wenn du dort bist, besser als die letzte Saison, kann es jetzt nicht laufen. Diese Saison sowieso nicht mehr. Meisterschaft kannst du abhaken, Pokal sind sie raus. Also das ist dann natürlich dann auch der Motivation nicht unbedingt dienlich. Genau, das war aber auch, und das hat man aus dem Bremer SV gehört, jetzt gehen wir doch nochmal kurz auf den Bremer SV, dass ihr ein Ausrufungszeichen natürlich gesetzt habt, jetzt gegen Oberneuland, aber auch damals schon gegen Brinkum, wobei ich halt auch sagen muss, im Spiel gegen Brinkum in der Liga, da also viel Gegenwehr von Brinkum kam halt nicht. Also kämpferisch war das, dass die standen ja 4 Meter weg von euch. Leider also, ja. Ne? Leider ja. Also ich muss sagen, ich hätte mir mein erstes Spiel nach 2 Jahren für den Bremer SV in der Liga hätte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, sodass ich da vielleicht auch noch ein paar Bälle in die Handschuhe kriege. Aber den einzigen bei denen habe ich ja, glaube ich, selber gefährlich gemacht. Ja, das wirkte so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen wie im ersten Relegationsspiel von Brinkum damals noch bei Holstein Kiel 2, wo die einfach nicht im Spiel waren. Also da standen die auch mal weit weg vom Mann. Ja, da standen die auch viel zu weit weg. Aber wir haben ja noch andere Spiele. Genau, wir haben noch andere Spiele. Da müssen wir jetzt auch eben schnell durchgehen. Und zwar TuS Schwachhausen gewinnt gegen BSC Herstedt. Herr Pallava, Sie haben es gerade eben angedeutet. 4 zu 1. Schwachhausen hat eine richtig gute zweite Halbzeit. Und das wissen wir, reicht ja auch beim BSV. Eine gute Halbzeit reicht gegen die meisten Gegner. Gibt TuS Schwachhausen auch. Trinke jetzt auch einen für. Und Herstedt, ja, Herstedt, die müssen langsam punkten, dass sie sich da unten... Ja, dass sie wirklich da unten rauskommen und sich jetzt nicht festsetzen. Vielleicht ist es auch einfach in den Köpfen noch nicht so angekommen. Blumenthal gegen Bier. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schnell machen, weil die Zeit rennt. 0:0. Ja, wo ebenfalls Keller, also Blumenthal. Ja, leider, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, dass Wahnsinn, ja, auch Wahnsinn, dass Blumenthal Wahnsinn unten drin ist. Und zum Spiel selber, Blumenthal hatte wohl mehr Chancen und war besser im Spiel, aber die Dinger nicht gemacht. Und ja, so kommt dann so ein 0:0 dabei rum. Nur ein Punkt, viel zu wenig im Moment. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angedeutet, Wartan spielt gegen Werder 1:1. Werder haben wir ja immer wieder in der Sendung, das ist ja eigentlich die Wundertüte der Liga, man weiß nie, wer kommt und wie sind sie drauf, ne? Und dann spielt man halt 1:1. Ja. Also, wie du schon sagst, ne? Man weiß ja nie, was für Jungs die da hochschicken aus der U19, sag ich mal, oder was für Jungs die da runterschicken aus der U23. Also du kannst da eine Bomben-Werder-Mannschaft haben, aber du kannst auf einmal auch eine Werder-Mannschaft haben, wo du heute mal nicht so gut besetzt. Ja, und die sind halt auch, die können sich gar nicht einspielen, weil die haben jede Woche haben sie einen anderen Kader, jede Woche haben sie eine andere Mannschaft auf dem Platz. Also ich denke mal, das ist für so eine Mannschaft auch gar nicht dienlich. Und dieses Jahr gab es ja auch wirklich großen Wechsel, hatten wir auch schon in der Sendung. Dass einige der Stützen halt jetzt auch woanders sind. Ja, genau. Gehen wir nachher nochmal weiter drauf ein. Borgfeld gegen OSC 2:3. Überraschung gespielt hat. Ja, Überraschung. OSC hat den Herrn Taylor komplett ausgeschaltet und hat einfach Borgfeld nicht ins Spiel kommen lassen und dann einfach verdient die Tore gemacht. Wie gesagt, für mich eindeutig Überraschung, weil Borgfeld jetzt nach den letzten Spielen eindeutig einen Aufwind. Aber der Trainer sagt, dass... hält sie jetzt nicht wirklich auf und mal gucken, wie sie jetzt nächste Woche gegen Herstedt spielen. Genau, meine Damen und Herren, mal gucken. Bei BSV Late Night erfahren sie alle und sie bekommen auch alle. Wir haben demnächst hier Besuch aus Borgfeld, freuen sie sich drauf. Habenhausen verliert gegen Fegesack 2:3, Herr Caraldo. Ja, hätte für Fegesack sogar deutlicher sein können. Haben verdient gewonnen. Und wie das so die Saison bei Fegesack ist, bei dem Spiel waren sie halt wieder ganz gut drin. Und wir hatten sie ja vor der Saison ein bisschen höher eingeschätzt, noch mehr als den üblichen Geheimfavoriten, aber jetzt sind sie halt irgendwo ja mal mittig dabei und hoffen, glaube ich, eher auf eine Serie und nicht immer auf so ein Hin und Her. Meine Damen und Herren, vor den Browserfenstermobilgeräten und TV-Geräten, wir kommen zur Tabelle. Und da ist die Tabelle, der neue Spitzenreiter, der Bremer SV mit 21 Punkten. Keine Niederlage, kein Unentschieden, eine, wie sagt man? Makellose Bilanz. Eine makellose Bilanz mit 21 Punkten, genau. Oberneuland, zweiter 18 Punkte, SFL Bremerhaven mit 15, ESC Geestemünde mit 13. Da würden wir gerne Herrn Starks Einschätzung wissen, ob sie immer noch um die Meisterschaft mitspielen. Auf Platz 5 TuS Schwachhausen mit 12, dann Lehe mit 10, Aum und Fegesack mit 10 und auf Platz 8 Borgfeld mit 9. Wir blenden auf die zweite Hälfte über. Da sehen wir Habenhausen mit 9, Werder mit 8, Brinkum SV mit 8, Hasstedt mit 7, Wartan Sport mit 6,
OSC Bremerhaven mit 5, Blumenthal 5 und Neustadt auf dem letzten Platz mit 4 Punkten. Wenn wir jetzt, bevor wir auf den nächsten Spieltag gehen, da müssen wir auch noch gleich schnell drüber reden, einmal diese Tabelle angucken. Kevin, wir hatten das hier in der Sendung jetzt schon häufiger gehabt. Also wie die untere Tabelle aussieht mit Brinkum, mit Hastedt, mit Blumenthaler SV, ist irgendwie alles unerwartet, oder? Ja, ja. Ich denke mal, es liegt aber auch daran, dass halt in vielen Mannschaften ein krasser Umbruch stattgefunden hat. Ich glaube auch in so einer Mannschaft wie Blumenthal, der Mitch, der jetzt nach Paderborn gewechselt ist, der ist schon eine sehr, sehr wichtige Person gewesen und auch mit den Jungs jetzt wie Tietze, also Matze Tietze und Malte Seemann, der jetzt schon seit längerem mal beim Bremer SV ist. Aber da sind halt so, und Tim Penzig, so, da sind halt Identifikationspersonen für den Verein, schätze ich mal. Die haben den Verein verlassen, sprich, da wird auch nicht alles hundertprozentig stimmen. Wenn so eine Jungs halt sagen, dass sie den Verein verlassen, wo sie da eigentlich groß geworden sind und da halt so mehr oder weniger das Kicken halt gelernt haben. Mhm. Und ja, bei so einer Mannschaft wie Brinkum haben wir jetzt schon mal drüber geredet. Ja. Und Hastedt, ich kann das nicht verstehen. Ich habe das Spiel gegen Oberneuland gesehen, top. Also wirklich, wie die sich da auch nochmal reingekämpft haben, wie die den Ausgleich gemacht haben und auch die Möglichkeit hatten noch auf den Siegtreffer. Was die da in der Liga, ob da, weiß nicht, die Spannung fehlt oder, ja, weiß nicht, da bin ich, das verstehe. Genau, ich sehe gerade, unsere Assistentin winkt, deswegen fragen sie, Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung? Es muss eine Kehrtwende geben und die muss 360 Grad sein. Ja, genau. Also professionelle Meinung von unserer Assistentin und deswegen, meine Damen und Herren, von den Browserfans und Mobilgeräten und TV-Geräten schauen wir auf den nächsten Spieltag. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Die Spiele vom 8. Spieltag. Am Mittwoch, den 15. August um 18.30 Uhr spielt BTS Neustadt gegen Habenhausen. Am Samstag, den 22. September um 13 Uhr spielt Bremer SV gegen KSV Wattan Sport. Und es spielt Werder Bremen 3 gegen Blumenthaler SV. Am gleichen Tag um 14 Uhr spielt SG Aum und Fegesack gegen FC Oberneuland. Später um 15 Uhr spielt OSC Bremerhaven gegen SFL Bremerhaven. Am Sonntag, den 23. September um 11 Uhr spielt ESC Geestemünde gegen Brinkumer SV. Später um 15 Uhr spielt Lea TS gegen TuS Schwachhausen. Und es spielt WSC Hastedt gegen SC Borgfeld. Genau, meine Damen und Herren, ein Spiel wurde ja schon vorgezogen. Das war Neustadt gegen Habenhausen. Das ist 1-4 ausgegangen. Herr Karel, wenn wir noch ganz kurz darüber, Neustadt in der Krise. Definitiv. Ja gut, die haben jetzt ja das Spiel schon gehabt und da waren sie gerade noch in der Phase, wo wir gesagt haben, Mensch, guter Saisonstart, aber jetzt kam einfach nichts mehr. Ich habe sie selber gesehen beim Spiel gegen den SFL und da hatte ich so das Gefühl, also SFL war einfach auch besser, haben das Spiel machen müssen, waren ja auch nicht so richtig drin, aber 1-0 gewonnen, verdient und Neustadt hatte in dem Spiel zum Beispiel überhaupt keine Chance und ja, es ist einfach so, dass es eigentlich wie jedes Jahr ist bei der BTS. Wir müssen halt wirklich sich ranhalten, da irgendwie nicht den Anschluss zu verlieren da unten. Den Anschluss verlieren, da kommen wir doch auf euer Spiel, Kevin, zurück. Ihr spielt am Samstag um 13 Uhr gegen Wattan. Erstmal zu dem Punkt, die letzten Spiele hat der Bremer SV zu Hause immer gemacht am Panzenberg, am Freitag, so ein Abendspiel. Das wird ja jetzt auch verlegt, weil es früher dunkel wird. Wenn wir später die Zeitumstellung, die ja in Europa wahrscheinlich zurückgedreht wird, vielleicht kann man dann noch länger Spiele am Panzenberg spielen, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ihr spielt jetzt gegen Wattan. Du hast vorhin schon gesagt, Ralf hat gesagt, so, ihr müsst weiter ranhalten. Tut ihr das? Ich hoffe. Nee, klar. Gerade jetzt nach so einem Sieg, die wichtigsten Spiele sind, wenn du gegen so einen Hochkaräter gespielt hast, die wichtigsten Spiele sind meistens die danach, wenn du so ein Spiel halt gewonnen hast oder auch verloren hast, sag ich mal, so wie Oberneuland das jetzt halt getan hat.
da halt nicht die Mentalität zu verlieren, trotzdem weiter dran zu bleiben und halt weiter Gas zu geben. Das ist das A und O. Du hast zwar jetzt gegen eine Mannschaft wie Oberneuland gewonnen, aber du hast im Endeffekt hast du eigentlich noch nichts gewonnen, weil die wichtigen Spiele, die kommen jetzt erst. Und weil ich meine, im Grunde genommen ist ja dann jedes nächste Spiel das wichtigste Spiel. Richtig. Genau, und das müsst ihr gewinnen, aber da das nächste Spiel gegen Wacker ja auf jeden Fall auch ein anderes Spiel sein wird als das gegen Oberneuland. Es wird ja wirklich ein anderes Spiel. Also muss man ja, Herr Carallo, also es wird ja, Wattham wird ja wahrscheinlich nicht so pressen wie Oberneuland und so offensiv nach vorne gehen. Der Bremer SV muss ja wahrscheinlich mehr das Spiel machen, wo man ab und zu ja schon gesehen hat, dass ihr auch durch die vielen Neuzugänge, dass ihr so kurze Zeit zusammen seid, manchmal doch schon Probleme hattet. Ja. Wie versucht ihr das abzustellen? Ja, erstmal ist es generell in dieser Liga halt auch schwierig. Du musst das Spiel machen, weil den Gegner, den reicht es hinten drin zu stehen, um 0-0 zu holen. Du musst das Spiel machen, dadurch können halt leider auch manchmal Fehler passieren und Patzer passieren, dass du dir dann Konter fängst und vielleicht auch ein Gegentor im allerschlimmsten Fall. Aber du musst das Spiel machen und dadurch, dass die halt so tief hinten drin stehen, es ist auch schwer, sich dadurch dann Räume zu schaffen, wenn sie gut hinten drin stehen, Räume zu schaffen. Und dadurch dann ja halt auch zum Torerfolg zu kommen. Weil, wie ich ja schon angesprochen hatte, weil wir halt in letzter Zeit so ein krasses Problem hatten, was unsere Chancen anging. Wir hatten gute, viele Chancen, aber haben daraus einfach auch letztendlich zu wenig gemacht. In so welchen Spielen ist es genauso wichtig wie jetzt gegen Oberneuland, dass du aus den Chancen, die du hast, dass du da die Tore machen musst. Weil die stehen so tief drin und wenn sie dann irgendwann mal die zweite Luft kriegen und vielleicht durch einen Konter dann noch ein 1-0 oder so machen, dann stehen die mit allem, was die haben, stehen die hinten in ihrem 16er. Und deswegen ist das so schwer, als Bremer SV oder als FC Oberneuland, die so spielerisch starke Spieler haben und halt auch so weit oben stehen, immer das Spiel zu machen, weil der Gegner, der steht einfach nur hinten drin und lauert darauf, dass sie beinahe vorne spielen können und vielleicht dann, ja, so wie wir gegen den Hamhauser hervorragend. Ja. Wodurch eine eigentlich Situation, wo eigentlich nichts passieren kann, wo da dann wirklich nochmal ein Tor passiert und dann stehen die, wenn das wirklich ein Tor ist, stehen die mit allem, was sie haben, stehen die hinten drin und dann kann es da richtig, richtig bremslich werden. Ne? Und deswegen sind diese Spiele halt so schwer. Genau, und dann ist ja das Interessante, Oberneuland lebt ja in dem Sinne den in Anführungsstrichen alten Bremer SV halt vor, man spielt bis zur 60. Minute 1-0, 2-0 und dann können die anderen nicht mehr und dann gewinnt man 8-0. Soweit ist der Bremer SV, außer jetzt gegen Brinkum, aber da war es ja noch ein bisschen anders. Soweit seid ihr eigentlich noch nicht, oder? Dass ihr durch eure Dominanz dann die Spiele einfach so hoch gewinnt? Ja, also es ist auch, ich weiß nicht, also ich kann das auch gar nicht mehr einschätzen. Es ist bei uns, glaube ich, auch tagesformabhängig. Den einen Tag ist es auf einmal so, da hast du das klare Chancenplus, wie auch gegen Brinkum im Pokalspiel. Oder gegen Blumenthal, eigentlich auch gegen SFL hast du auch klare Chancen. Und dann fängst du dir aber immer irgendwie so ein blödes Tor. So nach dem Standard oder so. Du ja nicht, du hast ja noch kein Gegentor. Ja. ja, deswegen, ich finde diese Liga, die ist einfach dadurch, dass da halt auch ja, so Mannschaften sind, die wirklich schon ewig lange zusammenspielen, die sich schon ewig lange kennen, ist es so schwer, die zu bespielen als eine Mannschaft, die spielerisch stark ist. Und wo sich der Gegner dann einfach nur hinten reinstellt. Aber wie ist das? Also Ralf Vogt hat vor der Saison gesagt, er will genau in diesen Spielen will er ja die bestimmte Einstellung von euch sehen, dass ihr auch solche Spiele gewinnen wollt oder dass selbst wenn es dann schwierig ist, wie zum Beispiel gegen Borgfeld auch oder so, ne? Oder Hastedt, Habenhausen hast du selber angesprochen. Ja. Wie schwierig ist das für euch selber, das so reinzugehen? Es ist klar, dass du gegen so eine Mannschaft wie Brinkum, wo du weißt, dass sie letztes Jahr Meister waren, oder gegen so eine Mannschaft wie gegen Oberneuland, wo das halt Erster gegen Zweiter ist, dass du da irgendwie anders ins Spiel reingehst, obwohl das ein Trainer eigentlich nicht gerne hört. Aber du gehst automatisch, jeder, der auch selber mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass du in so welche Spiele einfach anders reingehst, als wie wenn du halt gegen den Tabellenletzten oder Vorletzten spielst. Da kannst du eigentlich nicht mal richtig was gegen machen. Du kannst halt trotzdem dir den Arsch aufreißen und eine Laufbereitschaft zeigen und so und auch die Mentalität auf den Platz bringen. Aber es ist schwierig,
genau dieselbe Mentalität auf den Platz zu bringen, wie wenn du gegen den FC Oberneuland spielst. Also in meinen Augen ist es, ja, ist echt schwer. Und dann kommst du wahrscheinlich, wie du auch vormeintest, einfach auf den Trainer und auf die Ansprache, weil im Grunde genommen wisst ihr es ja. Und dann kommst du da ja auf diese Ansprache an. Und wir hatten vor kurzem ein Interview mit Herrn Schark hier, gehabt vom Wattensport, ja. Der im Habenhausen-Spiel dieses imposante, würde ich mal einfach sagen, Interview gegeben hat mit dem Statement, wir haben eins geschossen, die anderen zwei, deswegen haben sie gewonnen. Ja, genau, so ist Fußball. Genau, so ist Fußball. Aber wie kann man das gegen Wattern verhindern, Herr Caraldo? Ja, das ist eigentlich hier so wie Kevin eben gesagt hat. Die Chancen sind ja da. Selbst in den Spielen, die wir eben genannt haben, Habenhausen oder auch gerade Borgfeld fand ich so. Ne? Da wurde ja auch hinterher gesagt, boah, da fehlte so ein bisschen die Einstellung oder so. Aber wenn man das hatten wir ja in der Sendung ja auch schon, wenn man das hochrechnet, wie viele Chancen ihr eigentlich hattet gegen Borgfeld, hättet ihr trotzdem schon, keine Ahnung, zur Halbzeit das Spiel klar machen können. Mhm. Und darum geht's. Es geht darum, gut, gegen Habenhausen war es noch ein bisschen anders. Da hatte ich so das Gefühl, da fehlen auch so ein paar Sachen, die ihr eigentlich ganz gut drauf habt. Oder Spiele in die Breite ziehen oder einfach auch weniger Fehler machen und so. Und da war einfach, da stimmte irgendwas nicht. Da hatte ich auch so das Gefühl, wir haben das so genannt, das Spiel zwischen den Spielen. Ne? Also ja, aber ich denke mal, es ist auch für jede Mannschaft, das kann man auch jeder Mannschaft verzeihen, dass man mal einen Tag hat, wo es halt nicht so läuft. Aber das ist dann halt, spricht dann auch wieder für uns, dass wir diese Spiele halt dann trotzdem gewinnen. Ne? Oder Schwachhausen ist auch ein gutes Thema. Ich habe immer hoch über den beiden Spielen hoch überlegen und hatte wirklich Probleme. Ja, ich meine, so positiv haben wir jetzt das Schwachhausen-Spiel nicht gerade in Erinnerung. Auf jeden Fall das Ligaspiel hier in der Sendung. Ich meine beide Spiele. Genau. Wir müssen aber trotzdem jetzt auch weitermachen und die anderen Spiele noch einmal kurz beleuchten. Wer da spielt... Sollten wir vielleicht erstmal tippen? Also du brauchst nicht tippen, weil... Doch, natürlich. Aber Bremer SV spielt gegen Wattern. Kann ich nicht sagen. Ja, ihr gewinnt. Wir gewinnen. Also ich gehe davon aus, dass wir gewinnen und ich sage auch, das wird ein deutliches Spiel. Ein deutliches Spiel für uns. Ich sage nicht, was für ein Ergebnis, aber ich denke mal, dass wir das deutlich gewinnen werden. Dadurch, dass wir jetzt auch so merken, alles klar, da geht richtig was. Okay, dann frage ich dich, bevor ich jetzt doch in die anderen. Wattern gewinnt das Spiel, weil? Gegen uns? Mhm. Können sie nicht. Okay, wunderbar. Herr Palacher, wie ihr ja wisst, habe ich ja noch kein Gegentor gekriegt. Und wenn der Trainer mich aufstellt, können Sie gegen uns nicht. Ja, okay, gut, alles klar. Herr Palacher, was denken Sie, was kommt dabei raus? Das ist wirklich schwer, weil das kann alles von unserem 1-0, weil Wattern hinten drin steht, der BSV vielleicht zu Beginn die Chancen vertüdelt so ein bisschen, aber halt trotzdem aufgrund der Kondition bis zum Ende durch. Also, weil das ist ja echt die Saison, ihr seid echt Konditionsmonster. Ja. Ich sage aber, der BSV gewinnt das 5-0. Genau, Konditionsmonster können Sie gerne einschenken für Herr Caraldo. 3-0. Ein klares 3-0. Das wird ein klares 3-0. Schon 2-0 zur Pause und dann so ein kleiner Abbau da. Und wunderbar, meine Damen und Herren, am Samstag, ebenfalls um 13 Uhr, spielt Werder gegen Blumenthal. Man könnte fast sagen, das Spiel der Überraschungsmannschaften im Keller. Wenn Blumenthal dieses Spiel nicht gewinnt, Herr Palacher, dann ist Blumenthal doch wirklich untere Hälfte angesagt diese Saison. Auch wenn sie gewinnen, sind sie. Achso, diese Saison. Achso, ja. Gut, weil auch wenn sie gewinnen, sind sie wahrscheinlich immer noch in der unteren Hälfte. Aber dann ist es doch langsam mal. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es in Blumenthal doch dann der ein oder andere überlegt, woran es liegen kann. Aber eigentlich muss man einfach sagen, es ist eine komplett junge Mannschaft. Und ich glaube, Blumenthal wird das auch gewinnen. Die werden das 2-1 gewinnen. Im Blumenthal wird sich wahrscheinlich sowieso schon überlegt, woran es liegt, Herr Caraldo. Davon gehe ich aus. Ja, also, wunderbar. der FCO spielt am Samstag um 14 Uhr beim SAV und FCO Oberneuland verliert dort, weil sie einfach nicht mehr so gut drauf sind nach dieser Niederlage. Ja, ob sie jetzt wirklich verlieren, weiß ich nicht, aber ich denke, dass es da schon Dämpfer gegeben hat. Dadurch, dass es halt auch eine sehr, sehr junge Mannschaft ist, glauben die Jungs jetzt, glaube ich, auch, dass da halt ein ordentlicher Druck auf die herrscht, ne? Weil die müssen jetzt ihre Spiele gewinnen. Haben sie vorher auch gemacht, jetzt haben sie gegen uns verloren und ich denke mal, dass es da schon einen ordentlichen Dämpfer gegeben hat. Und für eine junge Mannschaft ist es, wenn du gepatzt hast und spielst dann nochmal gegen den SAV und die sind halt auch wirklich eigentlich eine super Truppe, wird das Ganze nicht leichter. Weil
Wie ist das beim FCU? Ihr habt ja wahrscheinlich auch darüber euch unterhalten in der Mannschaft und wahrscheinlich auch Ralf sogar, dass er FCU hat enorme Verletzungssorgen, auch mit Langzeitverletzten, wahrscheinlich ja echt ein paar Spiele, die erst in der Winterpause zurückkommen. Redet man darüber oder anders gefragt, wie geht man in der Mannschaft damit um, wenn du dann halt weißt, okay, deine drei Leistungsträger sind verletzt bis zur Winterpause. Wie würdest du damit umgehen in so einer Mannschaft? Also ich habe das ja bei uns in der Vorbereitung gesehen, was wir für Verletzungen hatten, wie viele Spieler bei uns ausgefallen sind. Aber gerade da zeugt es eigentlich von einer Mannschaft, zu zeigen, dass jeder wichtig ist. Dass nicht nur die drei, sag ich mal, die meisten Tore schießen oder die meisten Assists haben. In so welchen Situationen zeigt es, ob du eine Mannschaft bist oder nicht, weil es muss jeder da sein. Vom Kopf her, und du musst dir auch jeden Tag im Training den Arsch abreißen, ob du spielst, ob du nicht spielst, ob du im Kader bist, ob du nicht, du musst immer den, und das zeigt, glaube ich, auch, zeigt auch ein Team, dass du jeden brauchst. Du brauchst einfach jeden, ob deine Leistungsträger da sind oder nicht. Du musst trotzdem so eine gute Mannschaft haben, dass du deine Spiele trotzdem gewinnen kannst. Mhm. Und nicht nur, weil da zwei Spieler fehlen, auf einmal, oh, alles klar, jetzt geht's hier richtig den Bach runter. Mhm. Genau, jetzt haben wir ja überhaupt gar nicht die Tipps gesagt und deswegen würde ich eben ganz schnell wissen, SAV gegen FCO. 1-3. 1-2. 2-1 für SAV. Werder gegen Blumenthal haben wir eben auch gerade gar nicht getippt. Nicht getippt. Dann sagen Sie mal, Herr Karin. 1-1. 1-2 habe ich aber nicht. 2-1. Ja. Wunderbar. Wir gehen auf das Spiel am Samstag um 15 Uhr und leider Gottes, wie gesagt, unser Bremerhaven-Experte ist hier nicht vor Ort. OSC gegen SFL. OSC auf einmal gewonnen gegen Borgfeld. Doch das überraschendste Ergebnis vom letzten Spieltag jetzt gegen SFL. Aber da können Sie nichts holen. Glaube ich auch nicht. Also SFL, doch, die werden auf jeden Fall gewinnen. Sind gut drauf. Haben jetzt gegen den ESC gewonnen und noch ein Bremerhaven-Duell. OSC ist zwar im Kommen. Ich weiß zwar gerade nicht, woran es gelegen hat. Die Einstellung hat wohl, glaube ich, unglaublich gestimmt im letzten Spieltag und vielleicht binden sie jetzt auch die neuen Leute gut ein, aber ich glaube, das reicht nicht gegen SFL. 1-3. Genau, ich frage gar nicht weiter rum, weil unsere Assistentin winkt und deswegen muss ich einmal kurz nachfragen. Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung? Da gehe ich mit Ihnen ganz Chloroform. Wunderbar. Am Sonntag, am 23.09. um 11 Uhr, natürlich spielt ESC Geestemünde gegen Brinkum und ESC Geestemünde wird das Ding machen. Ja, weil 11 Uhr, das ist ja die Zeit, da bist du als Bremer, wenn du nach Bremerhaven fahren musst, das ist echt hart. Also, ist es so? Als du bei Wartam warst, habt ihr beim ESC gespielt oder zu Hause? Wir haben beim ESC gespielt, ja. Auch um 11 Uhr und wir haben eine Packung von 4-0 gekriegt. Wir hätten aber, glaube ich, 8 Stück kriegen können. Ich muss sagen, an dem Tag hatte ich einen ganz guten Tag, aber wir hätten wirklich, die hätten uns richtig abschießen können. Wir hatten Jungs, die sind aus der Nachtschicht gekommen, haben nicht geschlafen, sind da hin zum Spiel und ja, dementsprechend haben sie auch gespielt. Ich wollte gerade fragen, wie geht man da eigentlich mit um? Weil 11 Uhr ist ja wirklich komisch. Überlegt man da mittlerweile, da irgendwie einen Tag vorher hinzufahren oder? Ja, klar. Also ich denke mal, wenn die finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, dann könnte man darüber diskutieren. Nee, aber wenn du wirklich Jungs in deiner Mannschaft hast, die samstags in die Nachtschicht rein müssen, und das waren bei uns, glaube ich, 6 oder 7 Stück, weil die bei Mercedes arbeiten und da samstags nachts die Bänder sauber machen, wenn du da Jungs hast, 6, 7 Stück, die nachts halt in die Nachtschicht gehen und morgens um 6 Uhr nach Hause kommen und dann um 11 Uhr in Geestemünde auf dem Platz Vollgas geben müssen, alter Schäde, das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Und für die ist es da, ich weiß auch nicht, warum die das immer machen. Ich wollte gerade fragen, aber weiß man das eigentlich? Ja, also, das wissen wir. Hatten wir schon mal als Thema. Also der offizielle Grund ist, so gibt es halt keine Kollision mit anderen Spielen. Die Leute können das zum Frühshoppen benutzen, die Geestemünder, Zuschauer. Aber andererseits ist der Verband erlaubt ist. Von daher ist es halt so. Und Brinkum hat natürlich noch ein bisschen weiteren Weg. Für Leitner, meine Damen und Herren, in Bremerhaven vor den Brosefans Immobilien und TV-Reden ist es eine sehr gute Option, denn sonntags um 11 haben wir bisher noch keinen Zeitpunkt zum Trinken. Und das wäre natürlich einer, wenn es in Bremen auch so wäre. Aber ich muss weitermachen, weil unsere Assistentin... Sie wollen gar nicht tippen lassen. Achso, doch, dann machen wir eben die Tipps hier. ESC gegen Brinkum. Ich dachte, das wäre sowieso schon klar. 1-2. 3-1. 4-0. Ja. Also nicht der Einzige. Lehe gegen Tuschbachhausen um 15 Uhr. Das Duell in der Mitte um die Halle.
Ja. Wer möchte Herr Pallava? Ganz kurze Einschätzung bitte. 2-1, weil Yüksel zweimal trifft. Wer auch sonst. Ja. BSC Herstedt spielt am Sonntag ebenfalls um 15 Uhr gegen Borgfeld. In diesem Duell ist es ja so, wer dort verliert, ist raus. Also nicht aus der Bremenliga, nee, aber nicht. Also für Herstedt ist schon auf jeden Fall, da sind sie für längere Zeit unten drin, glaube ich. Das ist schon ein ganz wichtiges Spiel. Borgfeld, klar, die haben sich jetzt wieder so ein bisschen berappelt, aber die wissen, glaube ich, um ihre Rolle. Wenn da mal was schief geht, so wie jetzt, dann ist das so, dann kämpfen die sich wieder nach oben. Hatten wir ja häufiger hier in der Sendung, dass sie erstmal nicht reingekommen sind, ja, in der Bremenliga, dann sind sie reingekommen. Dann sind sie wieder und raus jetzt, und jetzt wieder rein. Raus. Genau, ja, so. Und das wird auch die ganze Saison so sein bei Borgfeld, immer irgendwie zwischen Halle und Abstieg. Und dadurch sage ich ganz, ganz klar, Herstedt hat mehr Druck. Und es geht wie aus? Borgfeld wird gewinnen. 2-1. Ja, würde ich nie anschließen. Ich glaube, Borgfeld gewinnt 3-0. Eine Frage nochmal. Ja, bitte. Das jetzt mit der Halle dieses Jahr, wird da das Ende des letzten Jahres gewertet? Ja, also du hast dich Ende letzter Saison für die Halle qualifiziert, okay, und zwar jetzt Ende dieser Saison. Sprich, Blumenthal ist dieses Jahr... Ja, ist eine Halle drin. Gut, weil ich finde das echt traurig, wenn die so weitermachen, dass eine Mannschaft wie Blumenthal, die so viele Fans mitbringt, dass sie, wenn die nicht dabei sind, das würde ich echt schade finden. Ja. Genau, und die Halle müssen sie auf jeden Fall, weil das ist ja ein totaler Publikumsmagnet. Meine Damen und Herren, vor dem Brausefenster, Mobilgeräten und TV-Geräten, wir haben jetzt gleich noch einen Tippkick-Schießen, wo Kevin auf jeden Fall gegen Herrn Pallava, wenn ich das jetzt gerade richtig weiß, antreten wird, um den Sieger zu ermitteln. Bleiben Sie auf jeden Fall dran und so verabschiede ich mich jetzt hier aus der Sendung. Kevin, schön, dass du da warst. Danke. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht und ich sage, auf den BSV, auf die Bremenliga. Prost. Schießen. Bisher diese Saison hat noch kein einziger getroffen und das wird sich heute auf jeden Fall ändern. Das spüre ich, das merke ich, weil unsere Jungs total heiß drauf sind, dem BSV einen einzuschenken. Herr Pallava tritt heute an gegen Kevin Kuhfeld, dem Torhüter vom Bremer SV. Mal gucken, was er so drauf hat. Drei unten, drei oben, wie immer. Viel Spaß. Ja, ich habe nicht geübt zu meiner Verteidigung. Oh. Das war der erste Schuss. Sie fangen unten an, Herr Pallava. Ja, natürlich, ich fange unten an. Es wäre merkwürdig, wenn wir auf einmal die Regeln ändern. Welche Regeln? Ja. Der zweite ging auf jeden Fall total weit daneben. Ja. Hab mich an einen Abschluss erinnert, den ich am Wochenende gesehen habe. Vom BSV? Nee, von FC Urnerland. Ah, krass. Ja. So, ja, jetzt aber, Kevin, dann wollen wir mal gucken, was du so kannst. Als Torhüter lenkst du ja mal, finde ich, deine Gegner ab beim Elfmeterschießen. Wenn man jetzt so mit dir redet, lenkt dich das ab oder bist du jetzt komplett im Tunnel sozusagen? Eiskalt. Gut. Wie gesagt. Aber hast auch noch nicht getroffen bisher, ne? Ich bin auch erst einmal geschossen. Braucht er eigentlich noch Eiswürfel? liebevoll. Ja. Nee, heute mal die sanfte Tour. Ja. Kann ja nicht immer so aufbrausend sein wie sonst. Zu Hause. Oh. Gut, ich glaube, mein Spieler hat einen Krampf. Ja. Ja, nicht gut vorbereitet, Herr Pallava, aber jetzt. Ja, also bei unseren Spielern müssen wir auch zur Entschuldigung sagen, die laufen sich nach dem Spiel nicht 20 Minuten aus. Sie sind das einfach nicht gewohnt. Genau. Das gab es früher und bei Bremer SV nicht, als du in deiner ersten Station da warst, oder? Naja, das muss dann auch noch alles um einiges professioneller geworden. Ja. Also der war ja, also gefühlt war der schon drin, oder? Der hat zumindest. Der war schon drin, das war auf jeden Fall schon Pfosten. Ja, ja, meine Damen und Herren, wir suchen den Ball. In der Zwischenzeit sehen Sie Werbung. Ja, bei uns ist es genau wie in Grom, wir haben halt nur einen Spielball. Und da muss man zur Not dann einfach mal zwischendurch kurz... So, Herr Pallava, Konzentration. Boah. Ja, das war ja überhaupt gar nichts. Punkte. Ja, meine Damen und Herren, es bleibt total spannend, ob jetzt Kevin zum allerersten Torschützen in dieser Saison wird.
oben. Ne? Es war knapp. Ich muss sagen, ich glaube, mein Spieler und ich, wir sind uns noch nicht ganz so warm geworden. Hey, ihr spielt jetzt ja auch quasi erst seit 5 Minuten zusammen. Also da ist man ja. Das geht eigentlich recht zügig. Das Tor getroffen. So, letzter Schuss für Kevin, um die tolle Medaille zu gewinnen. Leider nicht. Meine Damen und Herren, Kevin, schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, auch wenn man es nicht auf dem Bild sieht. Tschüss. Ciao.